Ländern Europas ist man bemüht, die Energieversorgung beim Thema Mobilität zu verbessern, um den Umstieg nachhaltig zu beschleunigen. Dabei spielt natürlich Strom eine große Rolle. Und hier wäre vor allem die Politik gefordert. Die Hausaufgaben dazu macht aber wieder nur die Industrie. In diesem Fall ist einmal mehr Audi die treibende Kraft dabei, indem man sich Gedanken darüber macht, wie man dem Premium-Anspruch auch besser beim Thema Laden gerecht werden kann. Das Beispiel schlechthin dafür sind die europaweit angedachten Audi Charging Hubs. Nach Berlin, Nürnberg und Zürich wurde jetzt weltweit der vierte, in Österreich der erste Hub, bei der Moon City in der Salzburger Sterneckstraße eröffnet. Ja, wir sehen natürlich jetzt für uns wichtig, dass wir nicht nur ein breites Produktportfolio bei unseren Fahrzeugen haben, sondern sehen uns auch mitverantwortlich für das, dass die Ladeinfrastruktur, die essentiell wichtig ist, für die E-Auto ausgebaut wird. Und es freut uns, dass wir jetzt hier in Salzburg unser erstes Audi Charging Hub eröffnen können. Audi Charging Hub heißt, dass wir auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, aber auch auf die Leistungsnotwendigkeit unserer Fahrzeuge. Sprich, dass man schnell laden kann und das Ganze auch ohne Leistungseinbußen, wenn jetzt die Stromversorgung nicht voll läuft, dass man trotzdem die volle Kapazität da herausbekommt und das können wir mit diesem Charging Hub auch sicherstellen. Der Zugang zu diesem Charging Hub ist barrierefrei. Nachhaltigkeit kommt bereits hier zum Tragen, denn die Batterien für diesen Speicher sind nicht neu. Es sind einige technische Punkte, die diesen Ladehub wirklich einmalig machen und auch herausstellen im Vergleich zu anderen Ladestationen. Wir haben große Pufferspeicher aus Second-Life-Batterien. Also wir geben den Batterien ein zweites Leben. Das sind ehemalige Erprobungsfahrzeuge aus der Fahrzeugerprobung von Audi, die hier in den Power Cubes, das sind die schwarzen Container, eben verbaut sind. Die werden aus den Fahrzeugen rausgelöst. Die Erprobungsfahrzeuge können nicht verkauft werden. Deshalb ist es gut, dass man die so weiter nutzen kann. Die Batterien sind zu über 90% noch völlig in Ordnung. Und dann werden die geprüft und hier in die stationären Speicher überführt. In diesen beiden Powerhubs sind eine Megawattstunde verbaut. Sie soll für volle Ladeleistung sorgen. Wir haben einen kleinen Netzanschluss, 176 Kilowatt Netzanschluss und können aber über die Pufferspeicher diesen multiplizieren, sage ich mal, auf 640 Kilowatt Outputleistung. Und die verteilen sich dann eben auf die vier Ladepunkte. Wir können bis zu 320 kW Ladeleistung an einem Ladepunkt ausgeben und so dem Kunden nicht nur sehr komfortables, sondern auch ein sehr performantes Ladeerlebnis hier am Audi Charging Hub liefern. Längere Wartezeiten aufs Aufladen kann man so vermeiden. Ja, wir haben jetzt einmal hier in der ersten Ausbaustufe sind vier Ladestationen. Für Audi-Fahrer kann man die auch vorab reservieren, sodass man dann auch die Sicherheit hat, wenn man herkommt, dass der Ladeplatz auch frei ist. Bleibt die Frage nach den Kosten. Ja, bei uns haben wir die Audi Charging-Karte, das ist Laden bei Ionity. Wir haben da über 300.000 Ladepunkte in Europa und haben derzeit, glaube ich, einen sehr fairen und wettbewerbsfähigen Preis von 35 Cent. Der da verrechnet wird, ist aber auch die Besonderheit bei diesem Charging Hub, dass das jetzt auch ganz normal auch ohne die Audi Charging Karte auch für Nicht-Audi-Kunden mit der Kreditkarte bezahlt werden kann. Und auch hier haben wir einen Ladetarif von 35 Cent und ich denke, das ist ein fairer und auch derzeitiger Preis für den Strom. Wie in Deutschland und der Schweiz wird auch in Salzburg grüner Strom verwendet. Auch in Salzburg verwenden wir nur grünen Strom, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Nur so macht für uns Elektromobilität auch wirklich Sinn, dass der Strom grün ist und das Autofahren damit auch praktisch CO2-neutral. Flexible und preistransparente Schnellladeinfrastruktur im städtischen Raum wird aufgrund des steigenden Elektroanteils bei Kraftfahrzeugen immer wichtiger. Ralf Holmig, Projektleiter Charging Hub bei der Audi AG, berichtete uns, dass so zum Beispiel die Wiederkehrrate in Nürnberg bei 70% liegt. Auch in Zürich zeigt sich eine ähnliche Situation. Deshalb geht man bei Audi davon aus, dass sich die Erfolgsgeschichte an einem Standort wie in Salzburg fortsetzen wird.